Yannick, was für ein Spektakel in Kiel. Wie blickst du jetzt ein paar Tage später darauf zurück? Ich bin auf jeden Fall froh, dass wir endlich mal wieder gewonnen haben, dass wir einen Sieg nach Hause bringen konnten. Hätten es ein bisschen souveräner zu Ende runterspielen können, aber es ist so ein bisschen unser Problem dieses Jahr, dass wir so Führungen nicht so gut verwalten können, leider. Am Ende war es nochmal knapp, du hast es angesprochen. Wie ist es zu erklären, dass Kiel nochmal so zurück ins Spiel kam? Ich denke, durch den Elfmeter, das hat denen nochmal extrem Aufschub gegeben. Dann die Fans im Rücken haben extrem viel Druck gemacht. Wir hatten noch richtig gute Konterchancen. Wir hätten eigentlich den Sack noch zumachen müssen, haben die dann vergeben. Und so passiert das dann halt, dass die nochmal rankommen, leider. War stimmt dich zuversichtlich, dass ihr am Samstag gegen Düsseldorf direkt nachlegen könnt? Einfach, dass wir jetzt mal wieder 4 Tore geschossen haben, dass offensiv läuft, jetzt einfach ein bisschen stabiler stehen hinten. Und dann bin ich da echt zuversichtlich, dass das klappt gegen Düsseldorf. Dann wünsche ich dir speziell, dass die Null steht und viel Erfolg gegen Düsseldorf. Danke, danke.